Da der Wolf ein großes Raubtier ist, kann er alle Huftiere jagen, die etwa so groß sind wie ein Rothirsch, ja sogar größer als dieser. In Nordamerika jagen Wölfe zum Beispiel Bisons. Um ein Pferd oder ein Fohlen zu reißen, wird eine Gruppe von Wölfen benötigt und diese muss einen koordinierten Angriff durchführen, welches nicht notwendig ist, wenn andere Beutetiere im Gebiet vorzufinden sind. In alltäglichen Situationen reagieren Pferde im Kontakt mit Wölfen mit Neugier, aber nicht mit panikartiger Flucht. Sie nehmen Wolfsgeruch und Wolfsgeheul zur Kenntnis. Und viele Beobachtungen haben schon gezeigt, dass Pferde oft friedlich weiter grasen, wenn Wölfe die Weide queren. Wie Pferde reagieren, wenn sich Wölfe zur Jagd anschicken, das wissen wir noch nicht. Dazu gibt es noch keine Aufzeichnungen. Aber wir gehen davon aus, dass Hauspferde jagende Wölfe sehr gut von nicht jagenden Wölfen unterscheiden können. Gefährdet vor Wolfsangriffen sind in Deutschland in der Hauptsache neugeborene Fohlen, Shetlandponys und Absetzer. Ausgewachsene Pferde werden in Deutschland ganz selten angegriffen, denn wir haben genügend leicht zu erbeutendes Wild in den Wäldern. Es hat sich als effektiv erwiesen, Stuten im Stall abfohlen zu lassen, sie dann erstmal die ersten Lebenswochen der Fohlen auf einer Weide nah am Stall verbringen zu lassen und dann Mama und Kind gemeinsam auf die Weide, auf die große Weide zu entlassen. Bei Absetzern ist es hilfreich, größere Pferde in die Absetzergruppe zu integrieren. Oder die Absetzer gleich in Gruppen mit gemischter Altersstruktur zu integrieren, sodass sie vor der Warnung und vom Schutz der großen oder adulten Pferde profitieren können. You have to use prevention. Man sollte Schutzmaßnahmen anwenden als beste Methode, um Nutztiere zu schützen. Wölfe scheuen generell das Risiko. Wir können ihnen die Jagd erschweren, indem wir unsere Haustiere schützen. Es hat sich bewährt, Pferde mit elektrifizierten, wolfsabweisenden Zäunen zu beschützen. Vom genauen Bau dieser Zäune sollten sich allerdings Pferdehalter etwas in Kenntnis setzen. Denn es ist wichtig, dass Pferde die Zäune sehen können und sich nicht an ihnen verletzen. Wir haben den Zaun seit letztem Jahr und seitdem fühlen wir uns mit dem Zaun wesentlich sicherer. Damit der Zaun vernünftig leitet, muss man ihn natürlich regelmäßig freischneiden. Ich brauche für die Fläche ungefähr alle 3 Wochen circa eine Stunde. Wir haben 10 Pferde, wir sind mitten in Niedersachsen in einem Wolfsgebiet. Es gab hier schon mehrere Übergriffe, daher wird der wolfsabweisende Zaun gefördert. Weiterhin hat es sich bewährt, auch in Gegenden mit hohem Wolfdruck Herdenschutzhunde einzusetzen. Wir haben die Hunde als Welpen in die Pferdeherde integriert. Bei Annie und Rapanta handelt es sich um französische Pyrenäenberghunde. Das war schon relativ zeitaufwendig, weil wir natürlich kein Interesse daran hatten, dass sowohl den Hunden als auch den Pferden etwas passiert bei der Integration. Nach 2-3 Jahren hat sich das ziemlich gut entwickelt. Die Hunde weichen den Pferden aus und die Pferde sind entspannt mit den Hunden. Die Hunde können ganz klar differenzieren zwischen bekannten und unbekannten Menschen bzw. Objekten. Das ist ja eben auch die Veranlagung dieser Hunde, dass sie halt ihre Herde vor externen, fremden Eindringlingen beschützen. Meistens ist es so, dass die Reiter viel mehr Panik haben als ihre Pferde. Deswegen gilt generell, nicht davon galoppieren, Ruhe bewahren. Ich hätte keine Angst, wenn ich einen Wolf sehen würde. Der Wolf hätte vermutlich vor mir und meinem Pferd viel mehr Angst und würde flüchten. Ich mache das seit 25 Jahren hier reiten und die Wildtiere gehören doch dazu. Genau, ne? So.